Paul Müller, Julia Berchner, Sportfreunde Siegen. Heute ganz intensives Duell hier im Stadion Hohenhorst gegen den ersten FFC Recklinghausen. Am Ende 1:0 für die Sportfreunde. Glückwunsch dazu. Wie seht ihr das Spiel? War eine harte Partie. Ich glaube, beide Mannschaften waren sehr, sehr gut unterwegs. Auch nichts abgeschenkt. Jeder hat alles gegeben in seinem Sinne, ohne unfair zu sein. Wie seht ihr das? Ja, also das Spiel 90 Minuten lang war ein sehr zweikampfreiches Spiel, auf Augenduell, aber nichtsdestotrotz konnten wir das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden. Es war aber auch, wäre unentschieden gewesen oder andersrum, war heute alles möglich in dem Spiel, da wirklich auch beide Tore viel Tempo war. Julia, was meinst du? Ja, ich glaube, wie Paul schon gesagt hat, ein schönes Spiel war es nicht. Ein Unentschieden, da hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. Jetzt war das Glück auf unserer Seite, war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Und deswegen sind wir glücklich, dass wir die Punkte natürlich mitnehmen. Zwei Traditionsvereine, ihr sprecht gerade schon an. Schönes Spiel ist meistens das, wo eine Mannschaft hoch überlegen ist und diese Mannschaft dann behauptet, das war aber heute schön. Jetzt waren hier zwei Mannschaften, die eine Menge Tradition im Frauenfußball haben. Darüber hinaus natürlich auch kampfbetontes Fußballspiel führen. Man könnte jetzt nicht sagen, dass unverdient war, dass ihr gewonnen habt. Letzten Endes, ihr kommt auch aus einem tiefen Loch, was ich so denke. Ihr habt eine überragende Qualifikationsrunde gespielt, um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Seid nur ganz knapp an Göteborg dann gescheitert. Wart im DFB-Pokal sehr, sehr aktiv und auch erfolgreich. Natürlich, die Mannschaft ist am Ende auch ein bisschen platt, oder Paul? Ja, das sehe ich auch so. Also nach dem Qualifikationsspiel, da habt ihr auch sehr wenig Pause gehabt. Dann sind wir sofort in der Vorbereitung eingestiegen. Und man hat das auch am Anfang gemerkt, auch nach der Pause, wo viele in der Quarantäne waren. Man hat schon gemerkt, dass die Luft ein bisschen raus ist. Und was noch das Schlimmste ist, dass wir auch so viele Verletzte haben. Und da sind auch Spielerinnen, auch Leistungsträger, die langfristig verletzt sind. Und das zu kompensieren ist nicht einfach. Ja, du sprichst gerade an. Ich sehe gerade Valentina Vogt da oben auf lustig rumspringen mit ihrer Verletzung. Auch die anderen Siegner Girls scheinen nicht gerade traurig zu sein, trotz Krücken. Aber natürlich gute Besserung. Uns geht es ja auch nicht anders. Wir haben ja genau das gleiche Problem, was momentan vorherrscht. Was ich aber gerne noch hinterfragen würde, Julia, ist, die Liga liefert momentan Ergebnisse, die sind unglaublich, oder? Ja. Mal gewinnt, mal 5-0, dann auf einmal wieder Ergebnisse, verlierst du gegen Underdog, spielst unentschieden. Das ist unglaublich, oder? Klar, auf jeden Fall. Wir sind echt nicht gut reingekommen. Ist für uns natürlich von Vorteil, wenn auch oben die jetzt mal ein paar Punkte liegen lassen, wir die wichtigen Punkte mitnehmen. Es ist brutal eng. Ja. Ja. Ich kann euch nur eins wünschen, wie uns natürlich auch, weiterhin viel Erfolg in der erfolgreichsten und besten dritten Frauenliga, die es in Deutschland gibt, der Regionalliga West. Gegen wen geht es nächste Woche? Gegen Essen. Gegen Essen, auch starker Gegner. Ich drücke euch die Daumen, kommt gut nach Hause, Grüße an die Emmy Winkler. Ne? Dankeschön, gleichfalls. Ciao.